Dieser Mann trägt zwar keinen Lendenschutz, aber er bewegt sich auf Tarzans Spuren. Seine Mission: den Menschen beibringen, mal richtig den Affen rauszulassen. Und eines wird unserem Reporter ganz schnell klar: als Tarzan sollte man besser schwindelfrei sein. Wir sind auf der Kanareninsel La Gomera. Hier hat Haro einen Tarzan-Intensivkurs gebucht. Sein Lehrer, Affenmensch Victor Fleites Escobar. Oh, Haro. Hey, Victor. What's up? Nice to meet you. Everything okay? Alles gut? Es ist eiskalt. Quatsch, ist nicht so kalt. Du bist eine Maschine. Ja, hol deine Sachen. Victors Konzept: in jedem von uns steckt noch immer ein Affe. Und den will er wieder rauskitzeln. Wofür das Ganze gut sein soll, das will unser Reporter jetzt rausfinden. Erste Maßnahme: Schuhe weg. Tragen Gorillas schließlich auch nicht. Wir wollen auf diese Weise mit den Zehen greifen, die Nässe spüren, uns an die Oberflächen anpassen. Okay, alright, let's go. Yes. Der Boden ist kalt und aufgeweicht. Buchstäblich Neuland für unseren Reporter. Wenn man es nicht gewohnt ist, das ist so fies. Ich glaube, ich habe viel zu zarte Füße. Das klingt zwar komisch, aber ich glaube, wenn ich mir den Victor anschaue, der hat halt schon Hornhaut. Und dementsprechend ist das ja im Prinzip wie so eine Schutzfunktion. Das ist bei mir gar nicht da. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen, wie das ist, drauf zu laufen. Die ersten Schritte auf dem Weg zum Affen sind schon mal steinig. Mal sehen, wie sich die anderen Tarzan-Anwärter schlagen. Hallo! Was macht ihr? Ist das hier ein Affenhotel? Die Kurse für die Teilnehmer aus Finnland, Italien, Spanien und den USA haben verschiedene Längen. Haro hat 2 Tage. Den Trainingsvorsprung der anderen muss er jetzt aufholen. Wie ist der so hochgeklettert? Du wirst genauso hochklettern. Willst du, dass ich? Haro soll am Ende des Kurses einen mindestens 20 Meter hohen Baum möglichst bis zur Spitze erklimmen. Wird er das schaffen? Victor startete seine Tarzan-Lehrgänge vor 2 Jahren in Barcelona. Inzwischen gibt er weltweit Kurse. Die Menschen sollen dabei ihre animalische Seite ausleben, Stress abbauen, körperliche Fähigkeiten trainieren und in der Natur an ihre Grenzen gehen. Mittlerweile hat Victor fast 30.000 Follower, die bald auch online unterrichtet werden sollen. Zur Affenbande gehören diesmal Therapeuten, Ingenieure, Zahnärzte. Und die starten jetzt mit einer Art Bodenturnen. Sprungkraft plus Balance. Wichtig, um sich später wie ein Affe auf dem Baum zu bewegen und nicht abzustürzen. Wir machen jetzt kleine Sprünge, nur kleine. Und dann halten wir das Gleichgewicht. Besonders die Landung fordert den Körper, denn er staucht sich bei der Landung zusammen. Falsch aufkommen kann schnell zu Verletzungen führen. Eine gut trainierte Muskulatur kann diese Kräfte besser auffangen. Ich bin dann tatsächlich noch wie so ein Plattfuß-Indianer, ne? Boom! Haro muss nun im Eiltempo aufholen. Also es ist wichtig tatsächlich, dass man abfedert mit allem, was man zur Verfügung hat. Am besten natürlich, wenn man über den Zehenspitzenstand geht, also nur vorne auf den Ballen aufkommen. Wenn man nämlich mit dem ganzen Fuß geht, dann das hört man sofort. Und natürlich kann man sich dann stärker verletzen. Die Affen-Azubis sollen jetzt anwenden, was sie gerade erst gelernt haben. Victor schickt seine Schützlinge über einen nassen Baumstamm. Aber Anfänger Haro nimmt die Sache irgendwie nicht ernst genug. Gorilla out! Gorilla fall! Out! Oh my God! Erste Kletterlektion: niemals mit der Konzentration nachlassen. Sonst passiert sowas. Hier bin ich auf irgendeinen Stein aufgekommen. Dann muss ich mal schauen, das ist jetzt taub ein bisschen. Ja, und jetzt hier gerade, das sind halt die Aloe Vera Pflanzen. Ne? Solche Blessuren gehören dazu und sollen abhärten. Gut, dass unser Reporter gegen Tetanus geimpft ist. Es geht weiter. Die tierische Ausbildung beinhaltet ein artgerechtes Abhängen am Baum. Denn nur mit dem richtigen Griff lässt sich sicher klettern.
Du öffnest deine Knie, um in dieser Position zu sein. Während du das machst, senkt sich das Gewicht nach unten. Dabei drückt man die Füße seitlich gegen den Baum. Das Affendasein beansprucht Muskelgruppen, die wir im Alltag oder beim Sitzen im Büro kaum mehr nutzen. Dieses Ganzkörpertraining spürt auch Haro. Ich merke gerade tatsächlich, dass die Kraft nachlässt. Also, dass ich ein bisschen, ich glaube, diese ganzen Bewegungen bin ich nicht gewohnt. Und dadurch fehlt mir jetzt halt komplett die Kraft überall. Ein letztes Mal versucht es unser Reporter noch. Das unbeständige Wetter setzt dem Trainingstag heute ein Ende. Nässe macht die Kletterübungen zu gefährlich. Die Gruppe sucht sich einen Unterschlupf. Die Gelegenheit für Haro, die anderen Teilnehmer besser kennenzulernen. Wie Alexia, eine belgische Filmemacherin. Du sagst, es geht hier um mehr als Sport. Was meinst du damit? Ich merke, dass ich hier viel ruhiger bin und nicht so gestresst. Ich glaube, das ist es, was ich hier finde, eine Art Frieden. Beim Essen kommt Haro mit weiteren Tarzan-Fans ins Gespräch. Valerio ist im echten Leben Ingenieur. Ich habe lange nach einem Survival-Training gesucht, aber es hat nie so richtig gepasst. Normalerweise sind die meisten Kurse sehr technisch orientiert. Du brauchst das richtige Equipment für extreme Bedingungen. Da baut man ein richtiges Camp. Das hier ist sehr viel menschlicher. Du kehrst einfach zu deinen Instinkten zurück. Survival-Training und Stressabbau. Das sind die Motive. Doch ob es morgen völlig ohne Stress abläuft, ist eher unwahrscheinlich. Die hohen Bäume warten. Der nächste Tag. Durch Haros Trainingsrückstand gibt's noch mal 2 Stunden Einzelcoaching mit Viktor, bevor es für unseren Reporter dann ab auf die Bäume heißt. Wir trainieren ein bisschen. Und zwar den Gorilla-Gang. Viktors Übungen basieren auf Tierimitation. Solche Animal Moves sind aus sportwissenschaftlicher Sicht hocheffizient. Sie aktivieren Bewegungsmuster unserer Vorfahren, die wir im Laufe der Evolution verlernt haben. Bring deine Knie etwas weiter auseinander, sodass sich deine Hüften besser nach innen drehen können. Laut Experten sind viele Animal Moves effektiver als ein Krafttraining im Fitnessstudio. Der Grund? Es handelt sich nicht um einseitiges Krafttraining, sondern um Bewegungen, bei denen immer mehrere Muskelgruppen zusammenspielen. Erst nehmen wir nur einen Arm und bewegen ihn. Ja, genau. Du musst aber mehr Gewicht auf deine Arme legen. Sehr gut. Versuch sie jetzt zu heben und etwas nach vorn zu bewegen. Dann setzt du sie zur gleichen Zeit ab. Zudem verhilft das Training zu elastischen Sehnen, Gelenken und besserer Koordination und Beweglichkeit. So langsam hat Affe Haro den Bogen raus. Ich mache häufig einen Buckel. Warum ist das so? Ich glaube, das kommt von unserer typischen Kopfhaltung. Wenn wir aufs Handy schauen, wenn wir lernen, beim Sitzen. Unsere entspannte Haltung ist das. Wir haben uns an genau diese Körperhaltung gewöhnt. Die gegenteilige Bewegung fällt uns schwer, die Flexibilität des gesamten Rückens. Diese ursprüngliche Beweglichkeit möchte Viktor vermitteln und Menschen so wieder zu einem gesünderen Lebensstil verhelfen. Geistig und körperlich. Das ist schon Wahnsinn, von der Art und Weise, die Selbstverständlichkeit, sich zu bewegen. Wow! Der Tarzan-Trainer wuchs auf Kuba auf. Schon als Kind kletterte Viktor auf Bäume, um Mangos und Kokosnüsse zu ernten. Zwischendurch versuchte er sich als Fotograf, Bauarbeiter und Kellner. Aber nur in den Bäumen fühlt er sich richtig wohl. Tarzan. Kennt jeder und du trägst diesen Namen. Warum? Why?
Die Leute denken, dass ich mich für Tarzan entschieden habe, weil ich der Tarzan-Typ bin und ich jeden zum Tarzan ausbilden will. Das stimmt überhaupt nicht. Ich identifiziere mich einfach nur mit den Gefühlen des Charakters. Mich fasziniert es, halb Tier und halb Mensch zu sein und sich aber am Ende doch in keiner der beiden Gruppen sicher zu fühlen. Ein Leben wie Tarzan. Eine Freiheit, die Victor mit 33 Jahren nicht mehr aufgeben will. Weder durch eine feste Beziehung noch durch einen festen Wohnort. Seine Eltern hatten dafür zu Beginn wenig Verständnis. Ihre erste Reaktion war hart. Sie haben mich gefragt, warum machst du das? Warum bist du so ein Rebell? Warum machst du ständig Probleme? Obwohl ich gar keine Probleme mache. Es gab eine Zeit, in der wir nicht miteinander gesprochen haben. Aber wir lieben uns. Meine Eltern haben es dann irgendwann eingesehen. Wir haben uns wiedergefunden. Heute haben wir eine gute Beziehung und sie stehen hinter mir. Ein Leben, das sich viele so nicht vorstellen können. Dann muss unser Reporter die größte Herausforderung des Tarzan-Lehrgangs meistern. Rauf auf einen 20 Meter hohen Baum. Bevor Haru gleich auf sich allein gestellt ist, macht es ihm Victor noch an einem anderen Baum vor. Ein Baum, der nur mit sehr viel Erfahrung zu meistern ist. Trotz guter Vorbereitung lässt sich eins nur schwer wegtrainieren. Die Angst. Victor versucht, unseren Reporter mental vorzubereiten. Wenn auf dem Baum die Angst kommt, bleib einfach ganz ruhig. Nach einer gewissen Zeit wirst du auf einmal viel klarer sehen und dich wohler fühlen. Ich habe gedacht, als ich herkomme, ja gut, wenn es was mit Klettern zu tun hat, klettern kann ich. Spielplätze war ich immer der Erste oben auf dem Klettergerüst. Aber das ist hier kein Klettergerüst und kein Spielplatz. Sondern Harus schwerste Aufgabe. Und die bitte nicht nachmachen. Unser Reporter muss jetzt beweisen, was er mental und physisch schafft. Wie hoch geht's? Wo liegt sie? Harus Baumgrenze. Oh, ich glaube, jetzt ist wirklich der Punkt erreicht, wo ich tatsächlich so ein bisschen diesen Druck spüre. Noch nicht wirklich Angst. Haru hängt fest. Der Punkt ist erreicht, den der Trainer vorhin angesprochen hatte. Wichtig jetzt, ruhig und klar werden. Dann trifft unser Reporter eine Entscheidung. Ich bleibe jetzt dabei. Weiter traue ich mich tatsächlich nicht. Aber alleine schon, wie ich jetzt hier hochgekommen bin, ohne dass er auch nur mit dem Finger mir in irgendeiner Art und Weise helfen muss. Der hat nur dabei gestanden. Hier ist Stopp. Haru hat über 6 Meter geschafft. Ohne Hilfsmittel, ohne Sicherung. Das hätte er sich selbst nicht vorstellen können. Und das nach gerade mal 1,5 Tagen Training. Waren das 2 intensive Tage. Ich muss sagen, ich habe wirklich eine Menge für mich mitgenommen. Auch, dass ich mal scheitern kann. Ich komme diese krassen Bäume nicht hoch, auch wenn ich glaube, dass ich einer bin, der gut klettern kann. Insofern habe ich wieder eine ganze Menge dazugelernt. Und ich muss sagen, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen guckt, ein bisschen versteht, was er macht, kann man tatsächlich jede Menge für sich selber mitnehmen. Zum Beispiel, dass man sich von den Tieren einiges abschauen kann. So wie Tarzan.